Willkommen zurück zu Professor Plätzels in einer Stage, die er vorher noch nicht gesehen hat, weil warum sollte man auch eine der Level hat das Arschloch. Aha. Okay, da kommen die das erste Mal vor. Schlimm genug. Wie wäre das, wir könnten stattdessen auf den Rampart sein? Ah ja. Ich nehme an, das wird so wie das andere Dingsy. Es wird so wie das Corrupted Prison. Als Extra Stage keine Power-Ups haben. No Power-Up Arena für mich. Und mein Dodge geht nicht weit genug, was soll der Schieb? Die sind neu. Holy fuck. Jetzt, dass ich schon mal neue Gegner kennenlernt. Oder hat unten noch was? Ein komischer Guy, wie auch immer die heißen. Wenn das Spiel Namen anzeigen würde, man Gegner killt oder so. Das manche Castlevanias machen. Ah, das ist cool. Der Cooldown-Skill ist noch nicht hoch genug, um Major Impact zu haben. Alter, die sind schon böse. Ich fühle mich sehr in Brand gesetzt. Aber ich weiß nicht, Bomben schießen und Viecher spawnen ist schon böse. Holy.
Aber ein bisschen Money on Sales for free. Also nicht for free, sondern für massive Schmerzen, aber. Brenne, brenne, kettere. Ja. Hallo Kurz, so, das ist vielleicht eine Option. Das andere, das Backstabbing. Das Backstabbing Knife ist halt ziemlich geil mit Teleport Behind the Enemy. Warum ich noch einen Schlüssel gekriegt? Frechheit! Machen wir gleich zwei, oder ist das bei der anderen Stage? Jo. Das Problem ist, ich muss jetzt ins Ossuary. Remind me, Weigen. Felken, Kick Punch. Naja, die wollte ich hier Zellen geben. Advanced Forge rückt näher, vielleicht nach der nächsten Stage. Asymmetrical Lens traue ich mich nicht ganz noch. Machen wir das. Spaß. Ein Ossuary ist nicht ein Crematory. Cremuary. Wobei, hier sind nur. Es schaut nur so. Ja. Ach, das ist ja bei dem eine sehr schlechte Idee. Gut. Oh, hier war ich ja schon ewig nicht mehr. Bei dem bin ich vorsichtiger, weil sie ja. Ja, Port vielleicht bei mehreren Leuten zum letzten und nicht zum ersten. Fürchterlich. Wasted. Wasted, wasted, wasted. Wir hinterlassen nur Zerstörung. Keine Tür soll am. Zwei von denen ist fies. Also ist auch Dead Cells und nicht liebe Kindergarten Runde. Ich habe nicht gesehen. Endlich.
Screw you. Oh. Hab dem Crusher ein bisschen Unrecht getan. Free stuff. Alle wegmessern. Yes, no. The corridor without purpose. Nimm mal ein Lever. I didn't think he could do that. La 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 la, wir campen. Können das auch so machen. Kein Lehm ist mir zu lang. Phase 5, Phase 1. Ja, machen wir das. Phase 5 kann uns schon so weit bringen. Und was jetzt? Kann klettern und dann nicht. Nicht in der Stage Jump gesehen, dass das den Run sehr kurz werden soll. Seht, wir haben ja noch so viele Points, die wir noch weiter verfolgen können. Das ist sehr labyrinthin. Burn oder Oil? Da burnen die Victims und sie dahin und da setzen wir sie und fallen, ich weiß nicht. Wenn wir irgendeinen Burn on Hit hätten, wäre das viel besser. Das hat sich ausgezahlt.
Ich sollte dafür die richtige Waffe nehmen. Scheiß Combo-Enemies. Ah, stimmt. Fast hat sich schon ausgezahlt, weil mehr Power. Skin melted like old cheese in the sun. Research notebook. Unpredictable results. Item gibt's nicht, Frechheit. Als Adventure bestehe ich auf meinem Loot, da steht irgendwie verdammt. Seriously? Wie viel? Das ist die dritte auf diesem Level. Ja, vielleicht nehmen wir sie und dann gehen wir zur Black Breach und wenn der Boss einmal erwischt, stirbt man. Ich weiß, es gibt Leute, das können. Also sterben würde ich auch schaffen beim Boss. Aber die das ohne Hits schaffen würden. Da muss noch ein Geheimnis-Ding sein, weil da ist ein Gegner im Nicht. Danke. Das war ein kleines bisschen und hier ist ein Häufchen. Ja, da gibt es was zum Looten. Jetzt tut das auch langsam keinen Cooldown, was eine Sekunde, das merkt man scheinbar wenigstens besser. So. Das war ein nicer Double Kill, reingemessert. Gut, dass wir einen Phaser 5 gekauft haben, sonst wäre ich angepisst. Aber jetzt wenigstens finanziert. What's up? Das Eis-Ding ist natürlich sehr tasty, aber teuer. Ja. Wir können das auch so spielen, wenn ihr das wollt. Weiß nicht, worauf ich da jetzt gehofft habe, aber ich habe es nicht gefunden. So, und da muss ein Secret sein.
Come on, Spiel, ich sehe den Enemy. Aber es gibt keinen Zugang. Ja, gut, danke. Sind wir halt fertig, weil... Ja. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass das Spiel immer noch 10.000 Skills hat, die man dann nach 4 Boss-Time-Cells und 9.000 Cells kriegt, mit denen man dann da hinkommt. Yes! Advanced Forge 1, ui. S-Quality, oh. Phaser 5S. Ja, increased movement speed ist nice, ja. Electric Bleeding bringt nichts. Haben wir wenigstens endlich wieder was um unser Geld. Das erklärt, warum ich so viel Geld immer an den Runs, weil ich noch nicht freigeschaltet, ich habe freigeschalten, zum Geld zu kommen durch Überleben, aber nicht freigeschalten, wie ich es ausgebe. Ah! So. What the fuck am I doing here? Look, Mama, ich bin einem Gegner ausgewichen. Das war knapper, als es hätte sein müssen. Aber jetzt sehr viel Unfähigkeit meinerseits involviert. Wir haben Sachen, die Boni auf Bleeding Targets geben, erstens mal. Die Ice Shards, ich meine, wenn ich das Symmetrical... Sorry, Grober. Na, 12? Soll ich da nicht 20 kriegen? Oder ist das eine Funktion? Das spielt sicher wieder irgendwelche Mechaniken mit, von denen ich keine Ahnung habe. Wie viel muss ich aufhören, dass das einmal springt? Offensichtlich 150 oder so. Hey. So, ich würde gerne wieder den Standardweg gehen. Aber nicht mit dieser Episode, die ist schon lang genug. Vermutlich werde ich jetzt einmal selber bis zu Dracula, also bis zu Draculas Castle weiterspielen. Also Stilt Village, Clock Tower und Clock Room. Und wir sehen uns dann beim Useless Alucard wieder für eine Runde Metroidvania, Alter. Bis bald.